Na Mensch, es ist schon wieder eine ganze Weile her, seit ich das letzte Mal gespielt habe. Und ja, es geht endlich weiter. Ich war eine Weile beschäftigt mit 7 Days und dem Alpha 19 Update, aber jetzt heißt es wieder Satisfactory. Seid dabei. Los geht's. Damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Satisfactory. Ich stehe heute bereits beim Beton, denn ich habe mir was vorgenommen. Wir wollen ja auch den Beton endlich anschließen und ich habe mir gedacht, den klatschen wir einfach hier hin. Dafür werden wir erstmal ein bisschen Platz schaffen mit der ultralauten Kettensäge, die mir ordentlich auf die Nüsse geht, aber das werde ich wohl noch gerade so überstehen. Und dann habe ich mir gedacht, werden wir den unseren oberen Zulauf tatsächlich hier oben hinbauen. Mann, ist das Ding nervig. Und bauen wir hier nämlich dafür nochmal so eine Dings hoch. Und dann kommt hier oben ein Container hin. Wenn der denn passt, wäre total cool. Ansonsten muss ich mir noch was überlegen. Naja, der passt nicht so, wie ich mir das vorstelle. Das ist ja ärgerlich. Dann kommt er hier drunter, würde ich sagen. Aber auch da gilt, wenn das passt. Und das sieht mir eher nach... Nee, das passt nicht aus. Wie macht man das? Lassen wir einen hier einfach stehen? Möchte ich eigentlich auch ungern. Wofür kriegst du hier eigentlich noch Strom? Das ist doch total sinnbefreit. Ihr habt noch Strom? Ja. Halt die Klappe. Scheiß Kettensäge. Dann bauen wir hier noch einen hin, oder? Dass einer hier hinläuft und dann machen wir da einen Zufluss. Oder hier? Nee, den Zufluss machen wir hier. Ne, dafür nehmen wir erstmal den hier ab. Brrrt. Klatschen. Hier noch ein Fusionator hin. Der dahin rausschmettert. So ist der Plan am Ende. Dann kommen wir hier natürlich nicht durch. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber... Ich glaube, das geht auch temporär erstmal so. Jetzt habt ihr wahrscheinlich... Doch, ihr habt Strom. Woher kriegst du Strom? Von da hinten. Okay. Das müssen wir nochmal ändern. Macht aber auch erstmal nichts. Und dann können wir den Scheiß an die auch mal überdachen, ne? So, in jedem Fall... Nee, das ist so scheiße. Wenn, dann will ich das sauber hier abgetrennt haben. In jedem Fall muss ein Container leer. Und das machen wir jetzt mal zuerst. Und... Ich will eigentlich einen Platz, wo er die ganze Zeit stehen kann. So Mist. Hier noch ein Fundament hin. Ich glaube, damit bin ich gleich wieder unzufrieden. Denn da passt er garantiert nicht rauf. Nee. Das ist ganz schön der Tinnef. Das sieht so ganz cool aus, ne? Hätte fast gefallen können. Wie viel Platz haben wir hier drunter? Ah, quasi kein. Wie machen wir das? Wo stellen wir den hin? So, dass er mir auch nicht die ganze Zeit irgendwie im Weg ist. Weil das hier, diese Engstelle, die gefällt mir nicht. Die geht mir ordentlich auf den Puffer. Aber ich könnte hier einen Querrand stellen. Wobei ich dann immer noch das Problem habe, dass wir hier mit der Wand nicht langkommen. Ne, ich will ja immer einen voll haben. Quasi die ganze Zeit über. Damit ich auch hier oben Ressourcen im Zweifelsfall abgreifen kann und nicht immer ins Zentrallager muss und da nur hin muss, um irgendwie eine Mehrzahl an Ressourcen abzuholen. Wie muck wie das? Das ist ja alles schon relativ breit. Das gefällt mir alles so nicht. Ich will hier einfach nicht alles so voll haben. Was soll denn das? Ist doch scheiße. Alles viel zu voll. Ich glaube, ich habe eine Idee. Hm.
Da der Eingang, ja, das ist okay. Dann stellen wir die hier ja einmal so hin. Und lassen das hier erstmal ablaufen. Du bist voll, oder? Ja. Dann geht das erstmal dahin, damit wir den wegnehmen können. Und dann musst du aber genauso leer. Du gehst, glaube ich, temporär erstmal hier oben ran. Obwohl, wo wollen wir? Moment. Hier wollen wir. Also muss da die Wand weg. Das heißt, hier wieder so eine schicke Wand dran. Und dann gehen wir da einmal hoch und gucken, wie wir das einrichten. So, hier kommt ein schöner Einlass. Zack. Dann kommt hier einmal das Band weg. Da kommt ein Fusionator rein. Mit Ausgang nach da. So. Dann geht das hier weiter. Und dann können wir den auch schon nicht anschließen. Ach komm, Markus, manchmal hast du es einfach nicht drauf. Wieso sitzt denn das da nicht passig? Ach, weil er mir das nicht anzeigt. Na Gott. Ach, bitte. Ist doch mittig, oder was? Ich habe einen Knick in der Optik, das gefällt mir nicht. Bin ich wirklich so dumm? So, jetzt geht's. Der da kann dann weg. Einmal drunter durch. Und dann sitzt das erstmal so weit. Und dann leeren wir den anderen gleich ins Zentrallager. Damit das auch vernünftig passt. Das soll nachher von da kommen. Das ist so in Ordnung. Und dann weg den Scheiß. Kann alles schon mal einsortiert werden. Das wird gleich ins Ruckeln geraten, genau. Was aber erstmal gar nichts macht. Ich helfe dir mal ein bisschen. Wir machen mal einmal leer. So, irgendwer? Ja, mit STRG. Danke an den Hinweis in den Kommentaren. Finde ich total gut. Dann können wir nämlich einfach boom, alles voll. Und boom, alles leer. Meine Güte, spart das Zeit. So, dann nochmal. Zack. Oh, unglaublich. Wie gut finde ich das denn? So, den ganzen anderen Schnodder wieder raus. Step by step. Zack. Und dann haben wir den ersten gleich leer. Das auch weg. So, und Kabel haben wir noch. So. Der Rest, ja, keine Ahnung. Werden wir sicherlich gleich irgendwie brauchen. So, dann können wir schon den ersten leer machen. Und abreißen. So, das heißt, das hier kann weg und das hier kann weg und das hier kann weg. Da ist jetzt erstmal Ruhe. Und dann können wir nicht bauen, weil das Inventar voll ist. Ach, so ein Scheiß, ey. Ich schmeiß mal einmal weg den Scheiß hier. Und können wir irgendwas ins Lager schmeißen? Auch nicht wirklich. Was ist das denn hier? Sam Erz. Wir bringen mal den ganzen unnötigen Scheiß weg. Wir haben jetzt gerade ein bisschen Inventarprobleme. Wir sollten das mal ein bisschen aufstocken. So, Sam Erz weg. Die brauchen wir auch gerade nicht. Die auch gerade nicht. Und Mycelium brauchen wir auch nicht. Dann machen wir hier hinten noch ein bisschen Grünzeug. Na. Wo sind sie? Oha, die Liste ist mittlerweile echt lang. Aber das macht uns gar nichts. Geht immer noch flott. So, den Scheiß hier rein. Das kann von mir aus hier auf dem Boden rumoxidieren. Aber zumindest ein bisschen mehr Platz. So. Dann sammeln wir den Scheiß noch ein. Dass das hier nicht mit R geht, nervt mich. Aber gut.
ist, wie es ist. Ärgere ich mich auch schon seit 2 Folgen drüber, oder? Schön, schön. So, dann fangen wir hier mit dem Fusionator an, der das Ganze nach da wegschmeißt und du nach da weg. Und hier kommt dann nachher ein intelligenter Splitter ran, der nur den Overflow rausschmeißt. Du bist übermorgen noch nicht fertig, glaube ich. Das ist ja absolut nervig. Wir machen mal hier so einen Ausweichcontainer. Zumindest für kurz. So, den ganzen Scheiß da rein. Das Ding steht noch nicht mal ganz und ich bin hier schon am Ummüllen. So. Weg damit. Wow, das war eine Menge. Zack. Alles wieder zu mir. Und zack. Bisschen was brauche ich allerdings. Und jetzt haben wir alles. Gut. So, jetzt müssen wir dich... Ach komm. Na gut, lassen wir das noch ablaufen. Dauert das alles lange. Meine Güte. Rödel, rödel, rödel. Und derzeit können wir die hier schon mal anschließen, wenn wir eh nichts Besseres zu tun haben. So, das Schönste an der ganzen Sache ist, mein Ausweichcontainer steht jetzt so, dass ich hier nicht mehr lang bauen kann. Herrlich. Und ich glaube, ich muss... Muss ich die Konstruktoren... Ja. Ich muss die auch nochmal anders anordnen. Das heißt, ich muss das hier alles eigentlich ein bisschen umbauen. Das heißt, das hier können wir uns eigentlich auch sparen. Da wir eh komplett umbauen müssen. So, dass wir hier genug Platz haben. Hier müsste sich ja alles ein bisschen sammeln. Was eigentlich auch total idiotisch ist. Ah, der kommt zurecht. Wie muck wie das? So, dass es auch passt. Ich glaube, ich führe die Bänder erstmal zusammen. Das hier wird entsorgt. Das wird aufs Alteisen gelegt. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Kommt der ganze Schlons erstmal weg. So, jetzt haben wir hier natürlich einen Haufen Müll drin. Mach mal Platz hier. Das kommt alles in Schredder. Braucht kein Mensch. Ne, das soll eh so laufen, dass das möglichst ausgelastet ist. Und dann ist das auch scheißegal. Oha, hier ist noch eine Menge. Das schreddern wir einmal weg. Zack. Alles Rinder. Boah, das mit der STRG-Taste ist so gut. Meine Güte. Kriege ich hier gar nicht alles unter. Zack. Aber ich habe ein bisschen Luft im Inventar. Das ist schön. So. Kann ja nach und nach hier weggeschreddert werden. Dann müssen wir uns mit denen hier was überlegen. Und das Überlegen wird wahrscheinlich relativ einfach sein. Ach komm schon. Oh, geht er doch recht zügig. Her damit und her damit. Nämlich ein Fusionator. Ganz easy peasy. Ich weiß nur noch nicht ganz wo. Das muss auch nochmal weg. Wo machen wir den hin? Erstmal reißen wir die hier ab. So. Das haben wir weg. Dann dürftest du wieder ein bisschen Platz geschaffen haben. Ich kann hier nachfeuern. Und dann haben wir hier eigentlich genug für... 4, aber ich brauche gar nicht so 4, also brauchen wir nur 3. Wir fangen aber nicht so an, das wäre doof. Wir nehmen die 7. Mit der fangen wir an und dann haben wir hier ein bisschen Platz zumindest. Von da kommt es rein. Nach da geht's raus, okay. So, da
Dann kommen da die Konstruktoren ran. Tatsächlich auch so nah, wie es geht. Weil wir müssen echt ein bisschen auf den Platz aufpassen. Sonst kommen wir hier am Ende wieder nicht durch. Das wäre ganz schön scheiße. Und der schöne Container muss nachher auch mal wieder woanders hin. Hm. So. Dann hier die... Oh, zu teuer. Das können wir ändern. Wenn wir schon hier sind, können wir gleich wegschmeißen. Ach Quatsch, so rum. Dass wir langsam das Inventar wieder freikriegen. So, und dann haben wir hier einmal ganz normal... Ne, Fusionatoren ganz normale. Einer nach da. Noch einer nach da. Oh, stehen die irgendwie schief? Kann das sein? So. Und noch einer nach hier. Und dann soll hier die Halle enden. Du kannst weg. Sehr schön. Hier ist einmal noch sinnlos Strom. Den brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir auch nicht mehr. Und dann können wir tatsächlich einen Container... Also hier soll der Abfluss sein. Abfluss ist auch gut. Hm. Ich könnte die Halle kleiner halten, also recht klein halten. Das muss auch nochmal weg. Ja, ich weiß schon, wie wir das machen. Das kommt hier tatsächlich alles weg. Und dann setzen wir da erstmal eine Wand hoch. Brrrt, Wände. Und zwar erstmal die normalen. Obwohl, nee, da kann ich ein Tor reinbauen. Hier ein Tor. Und hier ein Tor. Dann eine Wand. Nee, da kommt schon der Einlass. Und dann machen wir einfach so ein. Zack. Dann geht der eine einfach hier hin. Der andere dahin. Und dann haben wir da zwei Fusionatoren ran, wenn das passt. Ein so. Und ein so. Spaxen die zusammen und dann ist das doch schon mal schick. So. Dann nehmen wir die hier ein. Dann brauchen wir die. Nee, eigentlich reicht. Eigentlich reichen uns die hier gerade. 1, 2, 3. Und hier ist es dann aber mittig. Ja, das wird ja ätzen. 1, 2, 3. Wie sieht da die Kurve dann aus? Wahrscheinlich irre bescheuert. Und viel zu hoch. Darüber. Hm. Ha, ich habe eine Idee. Wir machen einfach so. Ist das gerade? Ne. Wir gehen hier bis hier. Und dann machen wir das mit dem Lift. Ich finde, die sind ja die geilsten Kurven, die man im Spiel machen kann. So, glaube ich. So glaube ich nicht. Dann kann das Ding nämlich weg. Und wir setzen das da einfach rüber. Und tada, haben wir Zufluss. Super, ihr sollt herstellen. Beton. Beton. Und Beton. Feini fein. Scheißvolles Inventar. So, den Scheiß haben wir jetzt endgültig los. Hier können wir ein bisschen was vom Beton, den wir haben, loswerden. Der liegt jetzt hier nämlich irgendwie im Überfluss rum und das brauchen wir gar nicht. So, und hier kommt dann... Ne, hier muss eine Wand lang.
Wände. Nehmen wir da was zum Reingucken? Ich meine, hier ist alles schon so dicht gebaut. Nee, wir machen unten zu. Darfst du jetzt ein bisschen einheitlich haben. So, so, so. Und dann. Kommt hier tatsächlich ein Lift ran. Und macht so. Und das ist natürlich falsch rum. Scheiße. Aber einmal so. Dann gerade rüber. Und wieder runter. Und dann können wir da rüber gehen. Das kann dann weg. Und da machen wir nämlich einmal einen Splitter zwischen. Und zwar einen intelligenten. Intelligenter Splitter. Machen wir es direkt in die Mitte? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, wir machen es in die Mitte. Zack. Und dann holen wir uns hier einen Container hin. Tada! Kann ruhig ein bisschen weiter nach hinten. So, dass wir hier noch eine Wand dran kriegen. So müsste gehen. Wir gucken mal. Jo, passt. Sauber. Und dann können wir das ja tatsächlich da oben einfach rüber schicken. So. Du haust jetzt Beton nach links weg. Und in der Mitte machst du den Überschuss. Dass der hier immer gefüllt ist. Und dann sieht das doch erstmal schon ganz schick aus. Das gefällt mir. So, dann befüllen wir dich einmal erstmal mit Müll. Zack, zack. Dann kann er auch gleich komplett rein. Und dann füllen wir den hier nochmal um. Zack. Das geht so geil schnell. Alter, finde ich das gut. So, den ganzen Kram wieder raus. So. Zack, ist der schon mal voll. Und wir haben sogar noch was übrig. Sehr schön. So, und den geht nämlich von hier ganz stumpf nach da. In einer sauberen Kurve. Wie geil ist das denn? Oder ist die sauber? Ja, die sieht gerade aus, oder? Nee, nicht ganz. Ärgerlich. Moment. Kommen wir hier rüber? Nee. Ja, dann muss das leider nochmal weg. Schade. So, von da nach da. Hier nochmal. So. Und dann passt's. Sehr schön. Dann können die jetzt aber wirklich weg. Hier den intelligenten Splitter wieder ran. So, dass er mittig sitzt. So. Linker Ausgang Beton. Mittlerer Ausgang den Überschuss. Der ist oben. Und dann läppt das. Sehr schön. Der ist leer, das heißt... Der kann weg. Der ist voll. Und ja, hier ist ein Haufen Scheiße drin. Ja gut, die werden wir über die Zeit dann auch leer kriegen. So, Wände rum, fertig. Strom brauchen wir noch, aber das kommt mit den Wänden. Oh, hier ein schönes großes Tor. Echt? Ich habe keinen Beton mehr. Her damit. Dann kommen hier Wände rein. Bis... Ja, bis da. Hier ein Tor. Und dann haben wir auch das schön eingewickelt. Das muss tatsächlich nochmal weg. Hier muss so ein Ding hin. Fast vergessen. Zack, zack. Und dann kann hier gleich der Strom ran.
Moment. Wir machen mal einmal. Ich weiß, das macht alles überhaupt keinen Sinn, aber ich will hier nachher. Ich will hier ein Tor haben oder eine Tür. Nee, nicht mittig. Mittig ist Quatsch. Links. Damit ich auch aus der Richtung hier sauber ranlaufen kann. So. Gucken, wie das Ganze aussieht. Das gefällt mir doch. Das ist ja hier hoch und runter. Macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, oder? Nee, das macht so keinen Sinn. Das nehmen wir nochmal weg. Nach ein bisschen was soll es ja aussehen. Machen wir nämlich einfach so. Und hier oben. So, da den Lift. Nee, der passt nicht. Okay. Ich sehe es einfach immer noch nicht vernünftig. Aber so passt's. So, und dann können wir nämlich hier oben. Du kommst weg. Jetzt willst du hier wahrscheinlich schräg bauen. Ja, ich bin gedacht. Wie meinen das? Ich glaube am ehesten so. Von da nach da. Und dann bitte. Oh. Das sitzt nicht. Nochmal zwei vor. Das nervt mich sonst. Und dann gerade rüber. Jo. So ist doch gut. Man kommt hier ran. Hier sollte nach Möglichkeit auch ein Zulauf sein. Und dann können wir da oben dicht machen den Spaß. Und ich glaube, hier reichen sogar zwei Stockwerke. Zack. Zack. So eine ganz einfache, ganz flache Halle. So. Lass ich. Fusioniere ich die hier hinten erst? Sieht das ordentlicher aus, ist die Frage. Obwohl, nee, ich kann hier eh nicht dicht machen. Lassen wir so. Dies lassen wir so. Gut, richtig rum. Ach komm, echt jetzt? Muss ich wirklich erst die Wand ziehen? Und dann den Fusionator mit Ausgang nach da. Immer wieder affig, wie bescheuert das ist. Aber gut. Ich hoffe, der sitzt jetzt trotzdem und führt auch ab. Ansonsten gucken wir gleich mal. Wenn hier gleich nichts läuft, dann wissen wir warum. Na komm. So. So, so. Ist auch immer ein Gefrickel. So, so. So, so, so. Ach, das reicht mit den Containern nicht, ne? Schade. Dann machen wir hier oben trotzdem mal so ein Finish rauf. Damit es ein bisschen Abwechslung bietet. Und dann haben wir hier, glaube ich, alle Gebäude weg, die irgendwie freistehend waren. Alle Produktionsgebäude zumindest. Na komm. Oh, was für ein Gefrickel. Komm, komm, komm. Da ein hin, da ein hin, da ein hin. Und sauber. Zack, zack, zack. Und zack. So. Deckel drauf und fertig ist die Hütte. Ne, Strom haben wir noch. Hab ich fast vergessen. Ohne Strom wäre ganz schön doof. Das wäre ganz schön scheiße. So. Einmal durchquetschen. Obwohl, quetschen, so eng ist es gar nicht. Ich habe schon enger gebaut. Möchte ich einfach mal behaupten.
Hier alles ran. So, das sitzt, das sitzt, das sitzt, das sitzt. Achso, der spuckt die jetzt natürlich schon aus. Und dann brauchen wir noch Strom. Von welcher Ecke holen wir die denn am besten? Oder den? Da oben schon mal nicht. Machen wir hier einen. Da haben wir einen. Der führt dann da lang. Das ist doof. Hier hätten wir auch einen. Dann wäre das so schräg. Dann bist du leider der Auserwählte. Kann man nichts machen. Na komm. Nach da. Nach da. Ja, aber das geht noch. Das geht auch noch. So, einmal gucken. Hier auf der Linie. Und danach. Oder müssen wir einen höher? Ne, einen höher. So hoch will ich aber eigentlich gar nicht. Wenn, dann möchte ich das da haben. Ja. Und dann führen wir hier einmal drin den Strom um die Hütte rum. Ja. Zack, einmal nach hier. Dann nach da. Und dann in zweier Schritten. Oh, von wegen, ich baue nicht so eng. Am Arsch, ey. Am Arsch. Hab ich den jetzt niedriger gesetzt? Ne, passt alles. So, das letzte bisschen immer noch, ne? Das ist assi. So, einmal hier rauf. Dann 1, 2, 1, 2. Weiter müssen wir, glaube ich, gar nicht. Nö, das reicht. Und von da aus kriegen alle anderen ihre Strömung. Na komm. Und du auch. Und dann läuft das hier doch wieder. Zumindest potenziell. Nanu? Habt ihr keinen Kalkstein? Doch, ihr habt Kalkstein. Was ist euer verfluchtes Problem? Warum lauft ihr jetzt nicht? Achso. Zufluss braucht ihr. Das macht Sinn. So. Jetzt sollte es aber losgehen. Und ja, wie vermutet, das klappt wieder nicht. Da rein bitte. Und da weg bitte. Jetzt läuft's. Sehr schön. Auch hoffentlich mit beiden Bändern. Ja. Schön. Haben wir davon auch wieder mehr als genug. So, hier müssen wir nicht mehr lang. Das reicht, wenn wir hier rumlaufen können. Du bist immer noch voll mit Beton. Den ich auch gerade nirgendwohin loswerde. Hm. Schredder ich den? Bisschen was schredder ich. Den Rest nehmen wir einfach nach und nach mit. Wird schon passen. So, wieder eins fertig. Gucken, ob hier hinten der Abfluss läuft. Rödel, 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 ja. Da geht's fleißig raus. Gucken, ob hier nichts ins Stocken gerät. Ja. Nicht mehr als befürchtet. Feini. Wieder ein Gebäude fertig. Das ist ja der Wahnsinn. Hier haben wir uns ein bisschen grün erhalten. So mal zwischendurch. Und hier, naja. Hier wäre nochmal irgendwie ein Gang schön, oder? Dass man hier auch sauber runterkommt. Haben wir noch Kalkstein, die wir schreddern können. Das bisschen und dann war's das. Guti. Wie machen wir das hier? Ich will das hier eigentlich nicht so lassen. Das ist irre Scheiße. Kann man nicht langlaufen und nischt. Das missfällt mir. Wie Mukwidays. Wir gucken mal einmal. Wände.
Oh, hier ist eine Zweierwand dran. Nee, das ist scheiße. Wenn denn da oben? Weil hier wollen wir ja langlaufen. Wenn wir das nach da laufen, dann könnten wir hier einfach eine Dings runter machen. Ich mach das mal einfach. Wir gucken mal. Dann Zulauf. Dann sind wir tief gefallen. Und würden das dann einfach von hier abholen. Die Frage ist dann, auf welcher Höhe. Das würden wir wegnehmen. Generell würden wir, glaube ich, den ganzen Weg hier wegnehmen. Oder auch nicht. Das sieht scheiße aus. Jetzt können wir da natürlich nicht bauen. Und haben die falschen Platten. So, den ganzen Schrott hier weg. Das muss hier nicht so lang laufen. So. Aber wir würden das dann hier einmal einheitlich hoch machen. Dann würden wir hier... einmal so machen. Nee, die Höhe ist scheiße. Wenn denn schon die Höhe. So, dass ich hier lang laufen kann. Mal gucken. Habe ich jetzt, das sind tatsächlich nur Platzhalter. Die haben wir hier jetzt nur, damit ich einmal die Höhe ein bisschen einschätzen kann. So, dann kommt das hier weg. Dann sind die schön unterschiedlich hoch. Du bist gerade, ne? Ja. Du auch nochmal weg. So, das ist eine Höhe. Der sah weg. Den brauchen wir hier nicht mehr. Und dann führen wir das einfach nach hier hinten. Und ich glaube, ich mache dann sogar zu hier an der Seite. Ja. Ich weiß nur nicht wie. Passt das mit einer Wand? Das ist aber schon kurz Grenze. Ja. Gerade so, oder? Das sieht schon seltsam aus. Das sieht arg seltsam aus. Das machen wir schon mal nicht so. Einmal hier hoch und weiterkicken und überlegen. Ich könnte es hier oben lang legen, aber das ist kacke. Die Treppe hier ist einfach massiv im Weg, ne? Aber die muss hier eigentlich laufen, weil ich sonst hier in der Mitte ins Gehege komme. Das will ich auch nicht. Das heißt, wir müssten schon irgendwie gucken, wie wir mit dem Platz arbeiten, den wir haben. Was? Kein Freiraum? Achso, wegen dem Fließband. Und das so machen. Dann sieht das schon besser aus. Beißt sich da auch nichts mehr. Ich komme hier ganz gut hin. Bist du von... Na klar. Na klar, die laufen ja falsch rum. Da kann ich gar nichts anschließen. Ich glaube, so mache ich das. Und
das hier ist sowieso totaler Bullshit eigentlich. Das kann eigentlich alles weg. Und auch die Tür da oben kann dann nachher weg. Da überlegen wir uns was anderes Schickes. So, dann kommt das da auch weg. Stattdessen kommt da erstmal eine Wand hin. So. Dann hier den Dreier. Dann läuft der eine nach da und der andere nach da. Da wird auch langsam ein Schuh draus. So, den ganzen Schnodder reißen wir hier einmal ab. Du musst nicht so hoch. Hier unten kann aber eigentlich alles gemütlich auf Fußhöhe. Beziehungsweise auf die Höhe hier. Wir bereiten das mal vor. So, dann kannst du hier rüber. Wir müssen gar nicht so machen. Wir können auch einfach so machen. Dann fährst du hier ganz normal ran. Du gehst ein höher. Wenn das passt. Das passt wie geschnitten Brot. So. Dann holt er eine. Sind wir am richtigen dran? Ne. Von der Höhe. Das ist ja Quatsch. Erst den vorderen, dann den hinteren. Du holst von hier. Und du holst einen da drunter. Von hier. Na, ist doch wie geleckt, oder was? Als hätte ich das mal geplant irgendwann. So. Dann machen wir hier nämlich eine Scheibenfront vor. Und hier hinten. Kommen wir so einen Pillar ran. Für die Stordik, ne? Und unten drunter den Sockel. Damit das alles auch fein steht. Und hier, ja, du musst jetzt mal weg. Machen wir mal massiv drunter. Was ist das denn? Soll ich rollen oder was? So. Und so. Dann haben wir es doch alles irgendwie ins Land integriert. So, so. Kein Grünzeug mehr. Und hier machen wir. Zip. Frage ist mal hier eine komplette Halle vor. Ja, mache ich. Dies mache ich. Da kommt eine Wand hin. Oh, keine Stahlplatten mehr. Das ist unschön. Oh. Schluck. Den gönnen wir uns. Rödel, rödel, rödel. Ich habe meine Platten hier weggenommen. Na, das ist doof. Aber hier ist eh gut voll. So. Und dann einmal weiter gucken. Wände. Das war ein tiefer Fall. Wände, Wände. Das kommt weg. Und da machen wir eine Glasfront hin. Da können wir gar keine komplette Glasfront hin machen. Aber da kann man eine Tür hin machen. Ja, das machen wir. Tür rechts. Und zwar richtig rum. Und dann ziehen wir eine Wand hoch. So.
Gucken, gucken, gucken. So, da, Alter, wie ich hier von links nach rechts hoppe, weil ich hier keinen Überblick mehr habe. So, so. Man darf ja ruhig noch sehen, was da abgeht. Das finde ich überhaupt nicht schlimm. Aber ganz unten ist Quatsch. Das können wir nämlich komplett verkleiden hier eigentlich. So. So, so, so. Dann noch einen runter. Und da setzen wir eine geschlossene Wand hin. Ach komm. Da drauf. Ja, da drauf. So. So, dann gucken wir da noch mal einmal rein. Das ist doch cool. Das gefällt mir. Ja, machen wir so rum. Da drehen wir es aber. So, setzen wir sogar noch ein Glasdach drauf. 1, 2, 3, 4. Und eins muss, glaube ich, wieder weg. Ja. Dass sie das immer drehen, ey. Voll assi. Das finde ich aber scheiße. Das sieht da einfach völlig unangebracht aus. So ist besser. Schön. Dann gibt es jetzt hier auch immer einen guten Weg, hier lang zu laufen. So. Hier brauchen wir keine Tür mehr drin. Da kommt eine Wand hin. So rum. Und da ziehen wir auch Wände lang. Und dann ist das alles sauber verkleidet. Schön. Schön, 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 schön. Was wir aber noch machen werden. Ich bin zu hoch, scheiße. Hier war da vorne noch. Wo ist denn der Gang jetzt lang? Achso, der ist hier unten. Hä? So. Was wir da oben jetzt noch machen. Oder lasse ich das Glas? Nee, wir machen folgendes. Pass mal auf. Wir nehmen die hier. Ja. Und setzen die hier hin. Bisschen Bewegung im Gebäude haben ist nie verkehrt. Oh Gott, man sieht nicht, wie rum sie sind. Genau. Ja, so rum oder so rum? So rum ist sinnvoller eigentlich. Ja, wir machen so rum. Ne, von wegen Wasser läuft ab und so ein Blödsinn, den es in diesem Spiel nicht gibt, aber die ich doch gerne berücksichtige. So. Zack, zack, zack. Zack. Die Wände wieder rein. Und dann sieht das doch aus. Schön. Jetzt brauchen wir nur noch einen Weg nach unten, den wir jetzt nicht mehr haben. Was aber durchaus irgendwie... Doch, hier haben wir doch einen. Hier haben wir den Weg runter und das macht auch Sinn, den zu benutzen. So, und das heißt aber für hier... Ach, scheiß drauf, wir lassen das so. Wir lassen den Zugang so, ist okay. So, wie schaut's? Bisschen was können wir wieder reinnehmen. Der ist weiterhin fleißig voll. Unsere Eisenplatten, ja, können wir auch gleich mal auffüllen, wenn wir schon dabei sind. So. Und dann haben wir das fertig. Und wir sind bei 49 Minuten. Leck mich fett. Das hat ja alles ganz schön lange gedauert. Aber ich glaube, jetzt ist tatsächlich alles angeschlossen. Ans Zentrallager. Der Beton ist angeschlossen, hat eine neue Halle. Die
um ehrlich zu sein, ganz schön hässlich ist. Man könnte da gar einen Weg lang bauen, oder? Also nicht, dass man ihn bräuchte, aber man könnte es machen. Man hat hier immer noch den Weg nach oben, dass man da in den Servicetunnel rein kann. Man hat hier zwei sinnlose Container, die überhaupt keinen Sinn mehr machen. Ach, ich schredder den scheiß Beton jetzt. Meine Fresse. Das Lager ist wahrscheinlich auch schon wieder so voll. Das läuft ja hier jetzt die ganze Zeit durch. Da hasse. So. Und dann ist das Scheißding hier nämlich auch weg. Und man kommt hier problemlos ran. Alles wieder ein bisschen geordneter, alles wieder ein bisschen schöner. Ich bin unglaublich glücklich. Und jetzt gucke ich einfach mal, weil wir ja noch ein bisschen Zeit haben. Erstens, ob ich was forschen kann. Das könnten wir forschen. Katerium, das können wir noch nicht forschen. Da sind wir fertig soweit. Fallschirm. Blödsinn. Nährstoffmischung. Okay. Okay, ist quasi so ein schlechteres Medikit. Da habe ich noch keine. Schwefel. Oh ja, wir könnten Schwefel ranholen. Das ist eine geile Idee. Das klingt richtig gut. Das machen wir, wenn wir unser Inventar ausgemistet haben. Und dann gehen wir mal auf die Suche nach Schwefel. Brauche ich nicht. Und brauche ich nicht. Und die brauche ich. Ja, nein, so viel wollte ich nicht. So. Und dann gucken wir doch mal. Brrrt. Schwefel. Oha. Erstmal gar nichts. Hölle. 800 noch was, 800 noch was. In die Richtung also, okay. Das ist ja mal ein Ende. Aber hier haben wir schon mal eine Info. Oh, noch eine gefunden. 2700. Na, leck mich fett. Gut, Schwefel ist offensichtlich relativ selten. Was habe ich denn hier Schönes gebaut? Seht ihr, wenn man so Sachen baut und sich selbst nicht mehr dran erinnert. Ach ja, was für ein Ausblick. Ist ja der Shit. Ist er jetzt schon wieder weg? Ach komm. Es war ungefähr die Richtung. 500 Meter nach da. Okay. Mal gucken. War hier nicht unser netter kleiner Freund? Obwohl, das sieht so aus, als müssten wir da rüber. Sind das 300 Meter? Bis da irgendwo hin? Wir laufen mal rundherum. Guck mal, was passiert. Oh, Himbeere nehmen wir mit. Und da ist mein Frühwarngerät für das Folgenende. Eine Stunde fast rum. Und ruckel, ruckel. So, einmal hoch, einmal hoch. Ach komm, dass du es immer wieder rausschmeißt, ey. Wir müssen jetzt schon nicht mehr so weit. Ja, wir müssen tatsächlich weiter. 200 Meter ist doch hier irgendwo. Oha. Jetzt nehme ich aber doch lieber den Schockstab in die Hand. Aber das ist hier oben. Feini. Ja, da haben wir doch schon so einen Arsch. Zwei gleich. Nummer 1. Wo ist der andere? Wo bist du? Da bist du. Ja, ein Treffer kassiert, das ist in Ordnung. Bing. Da, 106 Meter. Ist aber interessant hier. Oh nö, jetzt müssen wir doch wieder runter. Naja, nur ein Stückchen. Ist noch ein bisschen was los, aber das holen wir uns, oder? Und das führen wir auch hier oben lang ab. Eisekalt. Da ziehen wir noch einfach mal ein bisschen das Fundament weiter. Zack. Mein Mikro steht mir im Weg, wenn ich hier arbeite tatsächlich. Nicht genug Freiraum, das ist gelogen.
Ich sehe meine Shortcuts nicht. So, und dann gucken wir mal. Da nicht. Hier. So, aber schöne Ecke hier. Zack, zack, zack. Und ich glaube, ich brauche noch Kohle für das, was ich da brauche. Für das Schießpulver. Na, reicht das schon? Wir gehen mal ein weiter. Und dann haben wir da feindliche Wiesen, die uns nicht freundlich gesonnen sind. Wir gucken mal runter. Fundamente und das sind dann die. So, und dann gibt es hier erstmal auf den Sack. Wo bist du? Komm, zeig dich. Von da kam's. Ruhe im Karton. Sehr schön. Muss ich das jetzt abbauen? Ja. Ist noch nicht mal rein. Oh Gott. Und dann haben wir Schießpulver. Und dann können wir bestimmt auch bald Sprengstoff erforschen. Wie klingt das denn? Ja, 4 Minuten noch Zeit. Na komm, nimm weg den Scheiß. Wird bald. Oh, das ist immer so öde, ey. Dieses Abgekloppe. Oder ist das... Nee, das ist, glaube ich, schon die Quelle, oder? Das ist, glaube ich, tatsächlich schon... Markus hat sich wieder dumm angestellt. Zack, zack, zack. Kommt hier gleich der Konstruktor drauf. Super. Das war ein bisschen übermütig. Aber erstmal müssen wir hier oben. Brut. Na, wo haben wir es? Ausrüstungswerkstatt hinbauen. Und ich hoffe, ich habe alles in ausreichender Menge dabei. Hau mal ab. Ach, Stahlbeton fehlt wahrscheinlich, ne? Ne, haben wir auch genug da. Schön. Das geht mittlerweile echt flott mit den Minern. Wenn man hier so ein paar mehr Grundlagen hat. Ernsthaft? Das machst du jetzt nicht? Ach komm. Dann nehme ich hier mal die Halbhuhn. Wo sind sie? So, und dann bitte oben drauf nochmal. Ah ja, komm. So. Und wohl, Moment. Kommst du? Scheißkerl, ey. Moment, wir versuchen erstmal nochmal was. So, so, so. Nee, er will es einfach nicht hochziehen. Scheiße, ey. Was soll denn das? Das nervt mich ja. Dann machen wir es so. Dann sind wir knapp drüber. So, so, so. Und abführen tun wir es, glaube ich, nachher in die Richtung. Meiner Mark 2. Jetzt geht's. Sehr schön. Und dann gucken wir doch mal, dass wir das hier sauber ranführen. Das ist ja eigentlich jetzt mal wurscht. Passt das? Natürlich nicht. Ein zu kurz. Das machen wir mal gleich anders. Da habe ich, glaube ich, eine Idee. Um die Höhe vernünftig auszugleichen. Machen wir das weg. Und dann machen wir das mit den Pillars. Zack, da ein hin.
Und da einen hin. So. Und. Ach komm. Und so. Und so. Und. Dann sieht das doch kein Mensch, oder? Oh, geht. Dass der hier nicht mittig sitzt, ist ein bisschen ärgerlich, aber. Nun gut, meine Güte. Da gibt es Schlimmeres. Einmal einen hier hin. 1, 2, 3, 4. Hier noch einen hin, damit er gleich weiß, wo er lang zu laufen hat. Der blöde Lift. Zack, einmal hier rüber. Da müssen wir eine andere Rampe nehmen. Was natürlich nicht geht. Wie hätte ich... Konnte ich das vergessen? Aber da scheiße ich drauf. Ich bin hier eh nicht so oft. Und dann setzen wir da direkt einen Lift dran. Ja. Müsste die Höhe sein. Kann das auch nochmal weg. Dann kommt da einer hin. Zack. Du kannst weg. Ich könnte die Zeit gleich nutzen und hier... Na, wie heißt das? Bisschen erkunden, aber irgendwie steht mir da gerade nicht der Sinn nach. Und wir haben auch eigentlich gar keine Zeit dafür. So, hier auch. Und hier auch. Zack, zack. Und beim nächsten Mal können wir einen Kuhschießpulver ans Laufen bringen. Ich will nur noch hier hinten ran. Damit wir das nicht nochmal machen müssen. Und hier können wir tatsächlich gleich zwei übereinander bauen. Den hier müssen wir am Ende eh oben rauf. Auf das andere. Oh, das war knapp. Da habe ich mich glatt ein bisschen verdrückt. So, von da nach da. Von... Scheiße. Oh, shit. Ja. Ich würde sagen, ich mache hier mal Pause. Weiter geht's beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wie gefällt euch der neue Umbau? Ich finde es eigentlich ganz schick. Und ja, wenn es euch gefällt, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und vor allem kommentieren. Immer fleißig kommentieren. Ich danke euch fürs Zugucken. Hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Let's Play Satisfactory mit Ragnar. Also, reingehauen und schönes, ich glaube, Wochenende. Ciao!